können wir ja die Panoramabude nennen. Dass man hier auch noch frei macht. Jo, mach mal. Dass man von hier den Durchblick hat. Ach Mensch, was baue ich denn? Ah, Mist, ich wollte eigentlich drauf springen. Aber ich will die ein bisschen anders legen. Nämlich eine höher. So, und jetzt müssen hier ringsherum Treppen, bis man oben ist. Ah, Mist. Das wird jetzt was. Kann ich euch versprechen. Okay, das klappt schon mal nicht. Nein! Wow! Jetzt habe ich aber Glück gehabt. Wow! Jetzt habe ich überhaupt nicht aufgepasst. Ist mir gar nicht bewusst geworden, dass ich so tief gerade gefallen bin. Das habe ich erst gesehen, wo die Schadenanzeige kam. Ich habe mich ja eigentlich nur geärgert mit dem Nein, weil ich gerade die Position gucken wollte, wo ich bin. Also, wie rum ich mich drehen muss. So. So, jetzt wisst ihr auch, was das Ding gut war. Warum ich dazu bauen wollte. Wie bauen wir das dann weiter? Was kommen da rein? Wir sagen erstmal ein paar Fackeln als Beleuchtung. Hallo. So, in allen Richtungen noch Fackeln, damit hier das Spawn unmöglich wird. Müsste ich aber auch welche reinmachen. Das wäre natürlich auch was. So, dann bauen wir diese Türme hier ab. So. Jetzt müssen wir noch in den Dschungel gehen mit der Schere und solche Lianen abschneiden. Das sieht, denke ich mal, richtig gut aus, wenn man die jetzt noch dran baut. Aber erstmal schlafen, aber. Da hängen sie ja schon.
So, ich mache dann auch schon wieder Schluss in 10 Minuten. Seid jetzt somit im letzten Part willkommen. Von den dreien, die ich machen wollte. Vielleicht nehme ich morgen nochmal auf, aber mir gehen zurzeit die Ideen aus. Wenn ihr Ideen habt, was ich mal bauen könnte, schreibt sie gerne in die Kommentare. Jetzt habe ich irgendwie Gedanken gehabt, der gerade schon wieder weg ist. Nein. Ich muss da drüben rein. So, dann schneide ich mal ein paar ab, würde ich sagen. Ja, toll, danke, Creeper. Schön. Hoffentlich ist das geil. Das finde ich richtig gut von dir. So, ich würde sagen, 10 Stück machen wir ab. Man müsste von ganz oben einfach abschlagen können, dass alle runterfallen, aber das geht ja leider nicht. So, haben wir jetzt 10? Ne, 19 haben wir schon. Na ja, komm, wir machen noch ein paar. ...23 sind Unglückszahlen, haben wir noch 2. So, da haben wir genug. Mehr brauche ich nicht. Oder solche Fahnen, die kann man auch mitnehmen. Und Gras ebenso. Kann man ja mittlerweile alles schön abschlagen. Finde ich sehr, sehr gut eigentlich. Tu mal hier rein alles. In eine grüne Kiste. So, die Ranken heißen sie auf Deutsch. Nehmen wir da mal mit. So ein bisschen zuranken. Was, das waren sie schon? Okay. Waren sie wirklich schon? Ah, jetzt habe ich keine Treppen mit. Kann ich noch ein paar als Stufe hinsetzen? Ja, unten bin ich immer so schnell, aber oben nicht. Cobblestone-Treppen, da sind sie noch. So, ich würde dann sagen, machen wir noch 2,5 Minuten irgendeinen Schnickschnack, damit wir das auch rumkriegen. Machen wir noch so ein... Machen wir noch das Lied an und dann mache ich auch aus mit der Aufnahme und dann sehen wir uns im nächsten Part dann wieder. Nur, dieser Part wird 5 Minuten kürzer sein. Entschuldigen Sie mich dafür. Nee, tut mir wirklich leid, ist so.
Eine gute Begründung. Wow, der Part kürzer ist so. Ja, das hätte ich mir auch sparen können, die Kohle zu teilen, wenn hier Öl drin ist. Ja, wie gesagt, jetzt fehlt eigentlich nur das hier. Dann wird das genau wieder aufgehen. Aber ganz genau wird das wieder aufgehen. Habe ich das nicht schön abgezählt mal irgendwann? Ne, habe ich nie gemacht. Das ist ganz kurzes Zufall eigentlich nur. So. Mal zur Stimme eine Information. Also ich rede, so viel kann ich euch sagen. Wisst ihr, was wir jetzt noch machen als am Ende des Parts? Wir testen die vollautomatische Farm. So nenne ich auch den Part. Hoffe ich zumindest, dass ich nicht vergesse. Es sind nur ganz kleine wenige, die noch nicht funktionieren. Okay. Da würde ich sagen, der heilige Moment. Das Gras wackelt schon, weil er zu reif ist. Zumindest der Weizen. Der heilige Moment. Okay, geht. Also da hat man jetzt zwar sich nicht viel Arbeit erspart. Aber nicht schon wieder rummotzen. Lief eigentlich recht gut. Wenn man davon jetzt noch drei Stücke hinbaut, wie es ja eigentlich sein soll dann irgendwann mal, ist da denke ich auch mal eine höhere... Ja, ja. Leistung, ne, nicht Leistung, sondern ein höherer Grad der Ernte da. Drück mal so aus. Würde ich sagen, baue ich morgen früh in der Aufnahme. Bei euch ist das dann irgendwann zum nächsten Part. Dann neben der Farm hin, wenn ich nicht noch was anderes dazwischen kommt. Kann nämlich auch gut sein. So. Seht ihr, da habt ihr sogar noch eine Minute länger, als wie ich eigentlich wollte. Da kriegt man sogar noch eine Minute, wenn ich das hier alles wegbringe. So, 16 Karotten, die können wir vergolden, das ist aber eigentlich total sinnlos. So, das hier da in den Torage Weeks kann ich so ordnen, so ordnen, so ordnen, so ordnen. Ich ordne immer so übersichtlicher, finde ich. Und wir brauchen Cobblestone, alles leer. Hier ist zwar noch... Ne, auch nichts mehr da, seht ihr? Wir brauchen Cobblestone. Also könnt ihr sagen, was ihr wollt. Wir needen Cobblestone. So, und damit sage ich dann bis zum nächsten Mal. Euer 1504 Flori. Tschaußen in Zerhausen. Tschaußen in Zerhausen. Tschaußen in Zerhausen. Tschaußen in Zerhausen.